So, moin moin und herzlich willkommen hier zu RoboQuest. Wir testen mal ein Shooter-Spiel mit Robert Hahn und wie nennt man die? Rettungsschwimmreifen? Timer, oh. Ich brauche dafür auch irgendwie mal so einen extra Knopf, damit ich den nicht immer vergesse. Damit ich mit einem Knopfdruck den nochmal öffnen kann. So, wir starten The Adventure. Leider auf Englisch, aber egal. So, guten Tag, guten Tag. Ich habe auch alle Borderlands-Teile zum Beispiel. Muss ich auch noch irgendwann spielen. Borderlands hat ja ungefähr den gleichen Grafikstil, ne? Okay, Dash no... okay. Aber V ist so Schmutz. Warte mal. V ist Schmutz. Ah, ich kann auch den benutzen. Okay, alles klar. Ja, alles klar. Alter, mit V krebselst du dich ja wirklich komplett. Gib mir Knarre. So. Achso. Hast du schon alle Game Pass Spiele gespielt oder was? Oder warum sagst du, was wo gibt's? Scheibe, hm? Hast du schon Game Pass Spiele gespielt? Noch sind wir ja hier im Tutorial, nee. Ein Schutzschild. Okay, alles klar. Damage in Dingsen gedöhnt. Alles klar. Alles klar. Kommen wir, von den Leichen kriegen wir Leben wieder. Und Erfahrungskugeln. Oder Erfahrung allgemein. Aber vom Grafikstil her ist das wirklich wie Borderlands, ne? Vor allem, wenn ich Borderlands irgendwann anfange zu spielen. Ich kenne das ja gar nicht. Dann muss ich erst Teil 1 spielen, dann Teil 2 spielen, dann Teil 3 spielen und dann bin ich auch schon 40. Ich bin weg mit Müll. Okay. Geht auch. Immer diese Müllzuschauer. Okay, was war das erste, was ich gekriegt habe? Vor allem noch sind wir ja im Tutorial, das Spiel hat ja noch gar nicht angefangen. Und es ist ja auch ein Watch-Light-Spiel. Also könnte das Spiel eigentlich durchaus interessant werden. Ich feiere sowieso total auf Watch-Light und Watch-Light-Spiele ab. Aber zielen kann man leider nicht. Also so mit rechtem Austausch durch Visier gucken. Piep, 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 piep. Ah. Okay, hier können wir jetzt das Game starten. Also jetzt sind wir richtig im Spiel. Das ist unsere Base. Können wir unsere Base upgraden? Okay, dafür haben wir aber so Dinger. Standard. Kios. Leicht. Alles minus. Easy. Guck mal hier, extra für Salva so ein Pussy-Modus. Wir bleiben bei Standard erstmal, ne? So, verschiedene Klassen. Aber wir haben nur den. Mit dem Schild, 3 Sekunden. Und wir können zuhauen halt.
Was ist hier? Multiplayer hat das Spiel? Es hat Multiplayer. Wir spielen aber erstmal eine Runde alleine auf jeden Fall. Hallo, hallo. Okay. Starten wir mal eine Runde. Guten Tag. Oh, dicke Wumme. Mit einem Schuss nur. Okay, kann ich mir mein Inventar angucken? Das ist die Karte. Um nochmal zu lesen, was ich da eingesammelt habe. Anscheinend nicht, ne? So, was das? Data Lock. Okay. Oh, hier können wir durch. Okay, oder auch nicht. Das sieht so aus, als ob man das kaputt schießen könnte, ne? Und wir haben unendlich Munition anscheinend. Also 12 hat das Magazin. Ja, dann haben wir ja auch den hier unendlich. Bzz, 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 bzz. Okay. Ich glaube, da müssen wir hin. So. So. Data Lock. Wieder irgendwas unlocket. Oder wir müssen da hoch. Ah, ja, genau. Hier hoch. Und jetzt da rüber springen quasi. Ah, ne, dann sind wir ja wieder hier. Also es gibt offensichtlich 9 Gegner. Und 2 von 7 Data Logs haben wir jetzt eingesammelt. Oder da vorne ist eine Tür. Ich dachte, von da sind wir gekommen. Hallo! Aua! Unser Schutzschild lädt sich auch von alleine wieder auf. Okay. Ja, dann kann ich den ja eigentlich immer aktivieren. Aua. Wenn das Schutzschild sowieso von alleine wieder auflädt. Was ist das? Grinden! Ne, hier sind doch keine neuen Gegner. Weil da oben steht immer noch eine 9. Puh. Ich weiß schon extra aus. Und Schutzschild muss ich öfters aktivieren. Am besten auf einen anderen Knopf legen, oder? Ja, ich leg. Warte mal, ich lege mal. Wo haben wir Q? Da. Q mache ich mal darauf. So, haben wir hier alles durchsucht? Da haben wir eine Fragezeichentür. Okay, wir haben wieder irgendwas eingesammelt. Das sind Knochenfragmente oder irgendwie sowas. So, Schockkanone macht 2x8 Schaden. Die macht 19,8 Schaden. Feuerrate. Ich nehme mal das Ding jetzt.
Okay, das ist einfach nur so ein Nahkampfding anscheinend. Dann lasse ich die Pistole hier. Hui! Ein Gemetzel. Da oben finden wir auch bestimmt irgendwelche Datalogs, die wir brauchen. Jetzt muss ich da hin, ne? Oh shit, da unten ist. Huja! Ja, komm her, du. Jetzt muss ich die alle im Nahkampf machen. Also muss ich nicht, aber ich kann. So, was haben wir hier? Ein Safe-Raum. Gravitationslandschaft, mal gucken. Ah, mit der rechten Maustaste tue ich nachladen. Wir bleiben mal bei der. So. Killen. Wir haben einen neuen Perk. Dürfen wir uns jetzt was aussuchen? Chose an Element. Alle deine Waffen machen Elementarschaden. Und das ist irgendeine Bubble. Ich nehme einfach mal das. Burn-Schaden, Schock-Schaden oder Kyro-Schaden? Ich bin ja so der Feuertyp, dann nehme ich mal Feuer. Feuerschaden. Was ist hier? Hier können wir irgendwas kaufen für 9. Wir haben aber nur 2. Und dann wird dieser Charakter hier freigeschaltet. Hier ist eine Datalog. Macht der denn jetzt auch Feuerschaden? Brauchen wir hierfür Schlüssel? Ja. Und hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Okay, dann weiter. Achso, wir kommen hier gar nicht durch. Hä? Weil wir da lang müssen. Moin! Ist jetzt auch nicht der Held, die Waffe, ne? So. Also stark ist sie. Wo muss ich von hier aus hin? Kann man das hochklappen? Naja, ich muss ja noch nicht alles durchsuchen, ne? Erstmal durch das Level kommen. Gibt bestimmt bessere Waffen. Natürlich. Aber die ist halt auch schon stark, ne? Okay, die müssen wir mit der machen. Hat die so eine hohe Reichweite? Absolut nicht. Okay, ich komme. Hey. Also so machen wir natürlich mit der am meisten Schaden, ne?
weg mit euch. Okay. Aber habe ich hier irgendwas übersehen? Mit Sicherheit. Vor allem, weil es ja auch da oben so lang geht. Oder da oben zum Beispiel. Ich habe jetzt da oben einen Datalog vermutet. Also so auf Entfernung, das klappt nicht. Wir müssen voll rein. Rein in die Olga. In die Olga rein! So nämlich. So und nicht anders. Durch? Schon geschafft? Ein C! Schmutz. Nur ein C. Ich bin S-Ränge gewohnt. Okay, Wasserlevel. Heilung. Was haben wir hier? Eine Level 3er. Da steht sogar Po Po Po. Und die prallt ab. Cool. Boing, boing. Zweimal. Geheimgang. Aber ich krieg die Tür nicht auf. Hinterm Wasserfall. Meine Lieblingsstelle. Na gut. Moin. Level up. Jetzt kennen wir gleich wieder was Neues. Neuen Perk. Okay. Also mal gucken. 10% mehr Crit Chance oder schneller? Nehmen wir Crit Chance. Ja, die Mela-Attacke ist eigentlich irgendwie so. Ah, die haben extra Schild. Mach mal den da oben. Schön die Heilung einsammeln. Moin. Uiuiui. Hör doch mal auf zu schießen, wenn ich hier gerade. Nein. Okay. Okay. Ab zum Camp zurück. Dann gucken wir mal. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Wir haben 16 von diesen Dingern. Dafür brauchen. Ah, man muss erstmal einen Boss besiegen. Hier müssen wir die Base auf Level 4 kriegen. Und hier müssen wir 1000 Gegner töten. Okay. So. Base machen hier. Ne, Multi. So, was kostet zum Beispiel jetzt sowas hier? Zwei dieser Dinger. Ah ja. Vier dieser Dinger, sechs dieser Dinger. Sind zusammen 12. Können wir also alles zusammen machen. Machen wir einmal das.
Upgrade-Wedelte Waffen. Die Frequenz und die Qualität. Neue Gadgets freischalten. Und einmal rerollen. Auch fertig. Jetzt kann man das nochmal machen, hier zum Beispiel für Level 12, also für 12, das kostet 6. Jetzt kann man das noch machen, das noch machen. Okay. So, was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Das ist ja nur die Qualität, ne? Hier können wir uns jetzt ein Gadget aussuchen. Entweder Mini-Vakuum, 35% Reichweite von Pickups, also einsammeln so. Ein Waffenslot mehr, denke ich mal. 40% Speed und Häschenschlapper. Die brauchen wir. Wir brauchen die Häschenschlappers. 75% weniger Schaden durch Fallen. Nee, ich nehme mal die Vakuumdinger. Vakuumdinger. Und ist hier noch irgendwas? Kann man hier noch irgendwie was machen? Nee, ne? Keine Häschen. Ja, ich brauche halt keine. Also da sind halt keine Fallen so, ne? Und ich muss noch was umändern. Ich möchte gerne V auf den oben machen. Und den möchte ich unten machen. Dass ich jetzt damit zuhau und damit den Schild aktiviere. Okay, Startgame. Neue Runde. Mo. So, Waffe. Guck mal, jetzt kriegen wir nämlich schon zwei Sachen, weil wir das gelernt haben, glaube ich. Also Shotkanone oder die Flare Gun. Mal gucken. Und die muss niemals nachladen. Ist jetzt auch nicht so der Hit, ne? Achso, wir müssen ja durch die Tür. Kann ich die Vögel abschießen? Hallo! Die aber auch zu treffen mit dieser Scheißkanone hier, ne? Also ich meine, die fliegt ja dahin, wo ich hin will, aber die schießt so langsam und so, ne? Aber egal. Kriegen wir hin. Vor allem die kleinen Dinger, ne? Hinter! Und zu haben. So. Was haben wir hier? Das Gute ist aber, dass ich auch halt zwei auf einmal treffen kann, ne? Ach, den muss man rechtzeitig machen, bevor er abhaut anscheinend. Das ist irgendwo ein Bonusgegner. Okay, da gehe ich hin. Zack. Und wir haben irgendeinen Effekt drauf. Weil. Oh. Datalog gefunden. Was auch immer das bedeuten mag. Da steht doch mal 4 irgendwas.
Level up. Ich glaube, Mehle ist hier auch irgendwie wichtig, ne? Kann das sein? Glaube ich wichtig, oder? So, hier haben wir jetzt wieder irgendeinen Kistenraum oder so. Ah, das ist so eine Art Falle. Puh, wie bei Hammerwatch. So, ein so ein Ding gekriegt und eine Sniper. Oh, jetzt können wir sogar. Cool. Das ist wie bei Hammerwatch. Mit diesen Fallen. Achso, von da sind wir gekommen. Wir müssen hier lang, ne? Ne, da war ja die Kiste. Wir müssen. Warte mal. Geradeaus müssen wir. Bum, 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 bum. Oder ich schieße. Shotgun. Shotgun ist stärker wie die. Da geht ja alles runter. So, einmal heilen bitte. Achso, und wir haben mein Perk. Ja, nehmen wir jetzt alle 1,4 Sekunden. Deine nächste Waffe schießt 2. Und machen 6 extra Schaden. Und das hier. Eine Bubble triggert Explosion. Ich nehme mal das. Hier ist was Blaues. Achso, die kostet 6 solche Dinger. Achso. Penner. Da, guck. Manchmal schießen wir 2 solcher Dinger. Guck mal, da 2. Okay. Da kommen wir ja noch nicht rein. Da kommen wir auch noch nicht rein, dann weiter geht's. Jetzt wird hier einfach alles weggesnaped. Huh. Aha! Daneben. Alter, der sieht mich aber auch. Benutzen die auch Sniper oder was? Da hau nicht ab. Okay, ah, und der heilt dann so viel, wa? Und diese Extraschüsse, die suchen ihre Ziele anscheinend. Aua. Hör! Weg. Da. Heilung! Boom. Zack, zack. Ach, du lebst noch. Kann man erstmal machen, ne? Komm ich da hoch? Einfach der Doppelschuss gewesen. Pam, pam, pam. Okay, mit rechter Maustaste. Nee, doch nicht. Ah, doch. Okay. Rechts, also unten, zeigt er an, er sammelt gerade den rechten Schuss. Das ist ja zum Beispiel ein Schuss. Also ein Dreierschuss. Okay, alles klar. Und hier unendlich das.
Uiuiui. Level up. Hohoho. Okay. Was können wir jetzt? Eine extra Kugel oder 10% mehr Leben? Nehmen wir eine extra Kugel, oder? Sind das jetzt drei? Nee. Ja, trotzdem nur zwei. Okay, Level 2. Diesmal sogar ein B. Dafür kriegt man zwei dieser blauen Dinger. So, erstmal heal. Für ein upgrade deine Waffe. Ja, dann grade mal meine. Was werden hier abgegradet? Okay, unsere Waffe hat jetzt den höchsten Level. Stimmt, die ist jetzt Level 3. Jetzt haben wir eine Level 3er. So, was hiermit? Wissen wir immer noch nicht, ne? Wir müssen auf safe gehen, ne? Jawoll. Gut. Wer hat mich abgeschossen? Hä? Ach du! Jetzt sagt mir der Roboter auch in was. Der sieht aus wie Champi, der Film. Hä, welcher Roboter? Den wir gerade spielen oder die kleinen Dinger hier? Rein da! Ich komme hoch. Oder auch nicht. Wir brauchen die Heilung. Whee! Okay, der hat irgendwas Blaues verloren. Also despawn meine Sachen, die da rumliegen. Ja, die Energiekugeln. Die despawn alle. Okay, alles klar. Ja, man kann den auch auf den Kopf springen. Guck mal, auf den Kopf. Boing. Wenn man den einfach auf den Kopf springt, dann werden die betäubt. Auf den Kopf! Boing! Eine Granate wäre schön. Wir müssen auf jeden Fall in den Nahkampf gehen, sonst kriege ich die Heilung nicht. Manchmal auch Schild aktivieren, vergesse ich auch immer. Huh, links, rechts und Schuss. Hui. Bam, auf die Nuss.
Okay, er ist betäubt auch. Meine Extrakugeln betäuben. Oder meine Schrotflinte betäubt. Auf jeden Fall sind die jedes Mal baff, wenn ich ankomme. So, wo sind wir denn? Da hinten haben wir einen Weg, hier haben wir einen Weg. Aber lila bedeutet immer so einen Bonusweg, oder? Heal! Nein, ich bin gestunt. Ich muss dreimal nach rechts drücken. Ja, unten, unten, unten. Alter, gestunt zu werden ist ja mal richtig kacke. So, was hier? Huh. Kann man sich ducken? Tatsache. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Weg. Eine Level 3er Revolver. Also der macht auf jeden Fall mehr Schaden als der. Da wir eh in den Nahkampf gehen. Hui. Schieß mal ein bisschen damit rum. So, jetzt gehen wir hier lang. Heilung! Jawohl. Huh! Der Tanz, den du spielst. Aber meinst du den da unten, den man da in der Ecke sieht, den gelben? Hui. Okay, was ist gelb? Oh. Alter, der Revolver ist aber auch wirklich stark, ne? Also wenn man sich nicht treffen lässt und auch trifft. Okay, mal gucken, was gelb ist. Oh, lol. Ja, die Schrotflinte ist halt auch gut, ne? Okay, gelb ist ein Bonusweg oder so. Guck mal hier. Versteckt. Secret. Guck mal, Logdaten. Eine Knarre. Torpedogun. Lass mal gucken. Also ist auf jeden Fall stärker wie der Revolver. Ja, dann nehme ich die. Dann nehme ich die. Und wir haben ein Perk. Entweder Safe Space. Eine sichere Bubble ist aktiv bei 3% deines Schadens jede Sekunde. Keine Ahnung. Reduziert, schieß mich tot, gedöns. Ich nehme einfach mal das. Ich glaube, das hat was damit zu tun, ne? Hui. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Alter, der macht halt großflächig Schaden, ne? Der greift halt alles an, was da rumliegt. Alles klar. So, was ist jetzt hier für ein Fragezeichen? Da oben oder was? Oben oder unten?
Der lebt immer noch. So. Können wir jetzt mal bitte checken, was da für ein Fragezeichen ist? Da. Muss doch da oben sein oder so. Oder kann man da irgendwie durch die Bäume springen oder so? Hier so durchlaufen? Was ist das für ein Fragezeichen hier? Also das muss ja genau da oben sein. Oder das versteckt sich hier irgendwie so. Hier einfach so hoch geht auch nicht, ne? Kommt man denn da irgendwie hoch? Ich glaube nicht, ne? Also da haben wir den nächsten Safe-Raum. Aber ich wüsste echt gerne, was da ist, aber... Da liegt auf jeden Fall was rot, was blaues. Guck mal, da oben ist auf jeden Fall was. Das heißt, da kommen wir auf jeden Fall hin. Da braucht man bestimmt irgendwie einen Dreiersprung für oder so, ne? Vielleicht kommt man da ja später hin. Ah, warte mal, ich hab doch das Ding hier. Hä? Ah ja. Huch. Huch. Oh. Huch. Oh. Oh. Soll mal irgendwas trinken? Guck mal, da oben sehe ich es. Da war das. Ja, entweder mit einem Dreiersprung, oder? Da kommt man irgendwie anders hin, was ich übersehen habe. Weiß man nicht, ne? Ich gehe erstmal weiter. So, hier mich mal. Ah, Schmutz. Guck mal, hier haben wir wieder so ein Ding. Ich glaube, das ist die Abkürzung oder so, ne? Von dem anderen. So, was hier? Für 12. Jede 3 Sekunden feuert es eine Granate ab. Oder so. Na gut, dann weiter, ne? Na klar. Ich hab so das Gefühl, gleich kommt ein Boss. Alter, sobald ich gestunt werde, ist aber auch die Kacke am Dampfen. Da kommen immer mehr. Deswegen wahrscheinlich auch die Bossanzeige da oben. Okay, ich komme. Schön auf die Köpfe springen. Ui.
Hui! Ist was? Huh, daneben. So. Hier haben wir erstmal so einen Datalog wieder. 2 von 3. Was haben wir hier? Für 6. Irgendwas mit 35% Heal-Effizienz. Achso, wir heilen uns um 35% mehr. Für 6 Dinger. Wir haben 10 Dinger. Ich kaufe das auch nochmal. Boom. Oh, Boss. Der Digimol. Hui, ja. Daneben. Daneben. Hui. Hui. Muss man viel rumspringen. Ah. Aber das ist ja easy, ne? Wenn man weiß, wie das geht. Viel zu einfach. Nur ein B? Ich bin viel zu langsam. Ich muss auch viel schneller durchrennen. Nee, nee. Was ist das? Ein Schlüssel. Weil wir die erste Welt geschafft haben. Dann sind wir hinterher mal anscheinend hier dann mit dem Schlüssel. Ist hier nicht wahr? Hier ist ein Koch. Upgraden. Können wir die noch upgraden? Warte, erstmal Perk. Cooldown minus 10%. Damage. Ich nehme Damage. Level 4, die Shotgun. Okay, ich habe jetzt eine Level 4er Shotgun. Na gut. So. Alles verbessert. Dann let's go weiter. Alter, die haben einen richtig Laser. Richtig Laser haben die, du. Was ist das? Schusstor! Latte Pfosten.
Puh. Leben. I coming. Moin. Okay, hier gibt es auch drei Lockdaten anscheinend in diesem Level. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da lang. Guten Tag. Also die Laser, ne? Hui. Zack. Also ich bin mit meinen Waffen eigentlich zufrieden. Vor allem mit der Shotgun. Die Shotgun wäre doch voll Cyber sein Ding. Er liebt ja Shotguns. Bleib hier. Ja, ich habe ihn noch gekriegt. Ich werde hier angelasert. Schnauze. Huch. Boom, boom. Okay, hier haben wir wieder eine Falle. Also gleich. Oh, ich kann zurückhauen. Okay. Alle tot? Gut. Bam, 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 bam. So, was haben wir hier? Fio. Also sie ist schwächer wie unseren, aber sie hat mehr Crit-Chance, oder besser gesagt mehr Crit-Dingsen. Ja, Chance auch, 10%. Mal gucken, was sie kann. Achso, das ist so eine... Ich bleibe bei der. Hui! Und was sagt das Schwein zum Spiel? Jetzt spielen wir das ja seit einer Stunde. Jetzt hätte ich mal gerne ein Feedback. Da lang. Schweinchen. Schweinchen dick. Meine Heilung. Da fährt meine Heilung rum. So, Safe Raum. Haben wir den Schlüssel? Nö. Welchen Schlüssel haben wir denn? Achso, für den anderen, ne? So, hier haben wir eine dicke Waffe für 6. Aber die war schwach. Ist ein Flammenwerfer nur. Und da drinnen wären Sachen gewesen. Schade. Die Mucke macht es etwas attraktiver, ansonsten ist es okay. Oh, Level. Oh nein, ich habe meine Waffe fallen gelassen. Bin ich doof? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Einfach die Waffe dahin geworfen. Nein, meine Heilung. Gefühlt mache ich auch gar keinen Schaden mehr. Aber nur gefühlt.
Ich sterbe gleich. Heilung. Ich komme rüber. Warte, meine Heilung da hinten. Bleiben Sie stehen! Noch gekriegt? Oh shit. Oh shit. Verstecken. Oh hi. Verstecken bringt nichts, wenn da einer hinter mir steht, ne? Die Kugeln bringen aber auch nichts an Leben, ne? Nichts an Leben zurück, du. Hi. Puh. Puh, wo kommt der denn her, der Laser? Ein Leben noch! Ein Leben noch. Huh. Shit. Zip. Durchtrennt. Okay, wir haben insgesamt 20 Frenches. Was auch immer das bedeutet. Ach, wahrscheinlich. Ah, die Dinger da oben zum Upgraden hier. Hiermit können wir Waffen upgraden oder so. Für 8. Waffen. Also Waffenqualität besser. Mehr Leben oder so. Mehr Gadgets oder andere Gadgets. Ich nehme mal die mit den Gadgets. Pum. Und ich glaube, das brauchen wir, wenn wir, um alles nochmal aufzuleveln. Weil das macht, glaube ich, die Basis hoch. Nimm mal das. Waffen spawnen mit mehr Affizes. Also mit mehr Sachen. Du startest mit 3 Power Cells. Power Cells. Was sind Power Cells? Hätte ich da irgendwas benutzen können? Ich mache Waffenqualität besser. So. Habe ich hier schon was frei? Ja, wir haben einen freigeschaltet, weil wir. Der macht auch mehr Mehleschaden, ne? Aber guck mal, man muss zuhauen, weil man dadurch Healing Cells kriegt. Also eigentlich muss man voll auf Nahkampf gehen. So, jetzt haben wir hier noch freigeschaltet. Den Pogo-Stick. Damit können wir höher springen. Das ist das, was wir brauchen. Wahrscheinlich für den einen Secret. 10% mehr Leben. Alle Gegner in der Nähe kriegen 25 Schaden. Du hast eine Chance, dass normale Gegner Waffen fallen lassen. Nimm mal das hier mit dem Dingsen. Und dann nehmen wir mal den hier. Und was macht er? Der lenkt wohl ab oder so, ne?